Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir befinden uns hier nicht mehr da, wo wir gestern waren, sondern ganz woanders, weil wir gestern ein bisschen gestreamt haben, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, nicht länger. Wir haben uns so eine Augenbot-Einrichtung gebaut. Wir haben ein bisschen, ich sag extra ein bisschen, haben wir auch an unserem Nachtclub weitergearbeitet, an der Disco. Sind nicht weit gekommen, weil uns Aluminium fehlte. Darauf bin ich auf die geniale Idee gekommen, doch diese Einheiten hier hinzubauen, um Aluminium zu finden. Allerdings habe ich zu spät gemerkt, dass ich, um diese Dinger zu bauen, auch Aluminium brauchte. Also habe ich all mein Aluminium verschwendet, was wir eigentlich brauchten für unsere Generatoren im Nachtclub. So, und ohne die Generatoren haben wir A, kein Licht und können auch nicht die Bar weiterbauen, weil wir da Aluminium brauchen und pipapo. Dann haben wir festgestellt, dass wir jeweils nur ein einziges Mal Aluminium suchen können, weil, ja, man kann halt nur einmal eine Sache suchen und der Rest sucht halt was anderes. Aber somit haben wir eine kleine Farm hier aufgebaut, den Club könnt ihr euch ja anschauen in der Wiederholung, die verlinke ich euch jetzt hier oben rechts im Regen. Ist das nicht schön? Das ist fast wie zu Hause. Und seit wann ist da hinten alles so für den Arsch? Naja, jedenfalls, wir gehen natürlich weiter. Aufgehört haben wir zuletzt. Zuletzt haben wir ja hier hinten irgendwo aufgehört. Ich weiß nicht, ob wir das zu Ende erkundet haben. War das das Viech? Das hier war das, ne? Sumpfwald. Nein, Sumpfwald war das nicht. Hab ich nur aufgehört. Das war doch hier unten irgendwo in der Nähe, ne? Ja, hier haben wir aufgehört, da. Cutler Band. Dann gehen wir doch dahin zurück. Und schauen mal, dass wir irgendwie an Aluminium rankommen. Jetzt habe ich vergessen, nach Aluminium zu suchen. Aber ich glaube, das tun wir sowieso. Und wenn, dann... Ich weiß, wie Aluminium aussieht. Aluminiumdosen sieht nach Aluminium aus. Aluminiumbleche sieht nach Aluminium aus. Also alles, was so aussieht wie Aluminium, sollte man mitnehmen. So. Na, Strong? Bin mir gar nicht mal so sicher, ob das hier wirklich war. Aber egal. Wir schauen uns mal ein bisschen um und sehen da hinten natürlich neue Signale für uns. Und diese Signale führen uns zu versteckten Orten, wo wir Aluminium finden. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Ich spüre es in meinen Gedärmen brodeln, dass da Aluminium ist. Gehen wir doch einfach mal hin. Aber Gunners Plaza, ja. Ich glaube, hier sind Gunners. Bitte was? Das. Halt einfach noch mehr aus, Dude. Okay, jetzt sind sie hinter mir her. Strong. Bleib ruhig. Ihr habt natürlich Tipps zu Strong gegeben, dafür danke ich euch. Er mag Kannibalismus. Im Levelfortschritt sind wir jetzt. Wie weit? Hälfte an Level. Das wird dauern. Das wird dauern, Freunde. Aber egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hallo, Dude. Ich hab dich bewegen sehen. Fatman. Strong dich finden und hauen tot. Bitte nicht schießen. Nein, nicht schießen! Ich hab doch gesagt, du sollst nicht schießen. Strong. Du bist schuld, dass das Spiel ausgefallen ist. The fuck ist hier los? Oh, Leute, ich drehe hier noch durch wegen diesem Ausfall, ne? Ich drehe hier noch durch. Was zum Teufel lässt mein Spiel ausfallen? Ich habe jetzt alles erdenklich Mögliche entfernt, was mein Spiel ausfallen lässt. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist wirklich alle Mods zu deinstallieren und das Spiel neu zu installieren. Was aber bedeutet, ich habe Angst auszusprechen, dass alles verschwindet, was wir aus den Mods haben. Das hatte ich letztes Jahr erst, dass ich die Mods alle neu installiert habe und das ging dann nicht und pipapo. Und das Ende vom Lied war halt, ja, dass ich quasi alles neu bauen musste. Oder nicht alles, zum Teil. Das war schon ätzend genug. Okay, okay. Dieses Mal speichere ich ab. Natürlich, wir sind bei Good Warwick gelandet. Da hat er das Spiel geladen. Es muss irgendwas mit den Siedlungen zu tun haben. Irgendwas in den Siedlungen ist da nicht ganz koscher. Ja, aber das ist ja auch gerade das Problem. Ich kann ja nicht einfach alle Siedlungen löschen. Was, dann, was wollt ihr? Was wollen die? Könnt ihr vergessen, Alter. Ich werde hier mit niemandem reden. Jetzt wisst ihr doch, dass ich mit niemandem rede.
So, gehen wir zurück nach Cutler Band. Also irgendwas in den Siedlungen stimmt nicht. Ich muss überlegen, was ich zuletzt neu installiert habe. Was wir aber auf jeden Fall entfernen können, sind die Plantagen. Dafür werde ich die nächsten Tage mal sorgen. Huch! Wo ist meine liebe Wand hin? Vermisse sie. Da hinten müssen wir hin, ne? Okay. Man merke, die Gegner sind stark. Wir können natürlich kurz strong loswerden, dann haben wir nämlich nochmal ein bisschen Bonusstärke. Solange wir Kannibalismus nicht haben, brauchen wir ihn, glaube ich, auch gar nicht mitnehmen. Ja, wie soll ich denn jetzt was sehen? Ja, wow. Ich sehe wirklich viel. Das macht's nicht besser, oder? Ein Stück. Alter, vor... Lass mich mit deinem Fett mit in Ruhe. Oh! Das hat mich ein bisschen erschreckt. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich glaube nicht. Da ist der wilde Ghoul, der hat Spaß. Ich sehe nichts. Mann. Strong, mach den einfach kaputt, okay? Verdammt. Ich will da nicht hin. Okay, wir müssen uns da irgendwie durchbahnen. Bei dem Wetter wird das richtig, richtig schwer, irgendetwas da hinten zu hitten. Vor allem der Typ mit dem Fatman, der macht mir ein bisschen Angst. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Das musst du sein, ne? Komm, lass mich dich markieren. Ach, fuck, ey. Wie soll ich nur ein bisschen was sehen? Ich sehe nichts. Ich kann die Jungs nicht mal markieren. Und mein dämliches Gerät das nicht sehen kann. Ich bin so tot. Ich bin so... Was ist das? Was ist das Dunkle da hinten? Was zum Teufel? Alter Strong, ich seh rein gar nichts. Kannst du etwas dagegen tun? Das sind das große Büsche. Ein Geschützturm. Okay, das Geschützturm bewegt sich nicht. Wir wissen, dass es dein... Oh. Ich hab dich markiert. Nee, das ist der Geschützturm, ne? Scheiße, ich hab geschossen. Gefahrer Schaden? Oh Gott, bitte lass mich mit deinem Fatman in Ruhe. Oh Gott, ich höre ihn! Oh Gott. Ah, danke, er hat das Wetter beseitigt. Ach, und das liebe Wetter ist wieder da. Sehr schön. Stürmisch! Ruhig. Du der mit dem Fatman? Ah, Mensch! Wegen dir sie jetzt weg sein! Das ist der mit dem Raketenwerfer, ne? Aber den Fatman war ja weiter oben. Immer ein paar Schritte zurück, ja? Ich will nicht drauf gehen. Hallo, Gunner. Das war verdammt knapp. Oh Gott, es wird geschossen. Die wissen, in welche Richtung ich bin. Was geht denn da ab schon wieder? Wer prügelt sich da? Ein Bot mit... Ach, der Bruderschaft, okay. Absolut. Die werden mir schon nicht in den Rücken fallen. Wo ist der Fatman-Typi? Der wird mich sowas von zerfetzen, wenn ich da in die Nähe gehe. Da habe ich mal überhaupt keinen Lust drauf.
Ich muss sagen, ich mag meinen Körper. Ich will ihn nicht in Einzelteilen sehen. Was das? Geht doch. So, immer schön in Bewegung bleiben. Wenn ich kein Zischen höre, heißt das auf jeden Fall was Gutes. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier Licht anhabe, ne? Er muss halt nicht nur zum Licht zielen. Und das war's. Ich hab Angst vor dir. Wo ist der Typ? Ich sehe hier absolut rein gar nichts. Wundert euch nicht, wenn ihr nichts seht. Ich sehe genauso viel wie ihr. Und das ist nichts. Ja, ich glaube, gleich die Augen zumachen, das Let's Play mit geschlossenen Augen machen. Ich hab Angst. Er wird mich zerfetzen, sobald er mich sieht. Aber ich gehe rein, ich bin mutig. Gott. Hilfe! Ups. Ich glaube, ich muss meine Regen-App nochmal neu installieren. App sagt schon Mod. Gunners Plaza, Ich glaube, ich muss die Mod einfach neu installieren, weil das ist komisch mit den Wänden, die wir gesehen haben, mit dem zwiegespaltenen Wetter. Ich weiß nicht, ob die eine Seite einfach nur traurig ist von mir und die andere glücklich. Keine Ahnung. Ich aber erstmal ab. Oh, Aluminium. Ah. So, bist du für den... Ah, er wird sich bögen. Ist mir scheißegal, auch wenn er es nicht mag. Zack. Aber ich glaube, der mag einfach nur Schlossknacken nicht. Er hält das wahrscheinlich für schwach und will die Tür lieber eintreten. Würde ich auch gerne tun. Kann ich ihm sagen? Kann ich ihm sagen, dass er die Tür eintreten soll? Was kann ich ihm eigentlich sagen? Jedem Begleiter kann ich etwas sagen, wie zum Beispiel knacke dies, klaue das, hacke das. Was kann ich dem Strong sagen? Kann ich ihm sagen, dass er ein Arsch ist? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich ihm sagen kann, oder? Oh, guck mal, er freut sich. Ich glaube, das Einzige, was ich Strong sagen kann, ist, dass er ein Arsch ist. Was er auch ist, definitiv. Bitte was? Da sind noch zwei, ah. Natürlich der Letzte. Ja. Dumme Computer, bauen einfach kaputt! Oh, mein Kleiner, bist du legendär? Bitte sag mir, dass du legendär bist. Nein. Ich vertraue dir, Kleiner. Du machst sie alle kaputt, ja? Oh, was? Ja, Bifester, danke, dass ihr mich verarscht. Zwei Türen. Gut, auf ein neues. Wir müssen auf jeden Fall aufs Dach kommen, weil da natürlich der Sender ist. Identifizierte, machen Sie keine weiteren Fluchtversuche, Gesetzesbrecher. Ich glaube, der wird nicht lange überleben. UF mit Granaten. Wie viel Leben hat er noch? Oh, das ist ein Geschütz. Als Geschütz ignoriert ihn, das ist nice. Gefahr? Super. Danke, Strong. Super. Der beste Begleiter aller Zeichen, Jungs. Wozu schleiche ich hier durch die Gegend, wenn du hier alle gleich ausradieren willst? Ja, dann mach's doch alleine. Ja, dann mach's dir alleine. Ist mir scheißegal. Ich klaue hier Sachen. Aber es gibt hier nichts zu klauen. Ach, und jetzt kämpfst du plötzlich nicht weiter, oder was? Oh nein, ich habe seinen Freund umgebracht. Es tut mir leid. Scheiße, Mann. Kümmer dich um die Gunner. Kümmer dich um die Gunner. Er hätte seinen Freund nicht umbringen dürfen. Also, er hat doch noch einen zweiten. Strong, ist das dein Ernst? Steht er mir einfach im Weg? Na super, jetzt kann ich den Rest alleine machen, oder was? Was zum? Wer schießt da daneben? Ich hoffe, der mit dem, mit dem Fatman kommt hier nicht rein. Wäre das ein bisschen scheiße. Ich kann deinen Kopf sehen.
Ich kann dich verfehlen. Das wird ein guter Kampf. Ich glaube, Stronghold und ich passen nicht zusammen. Er ist halt der Aggressive und ich bin der Passive, Defensive, der hier sich durch die Gegend schleicht und alle killt. Und er will gleich immer Rambazamba machen. Was leuchtet da? Achso. Die Lampe. Wer hätt's gedacht, Alter? Zero, du bist ein Genie. Irgendwelche Nachrichten, Notizen für mich hier? Oh. Achso, der ist kaputt. Buffout. Ich glaube, da oben ist einfach nur ein Bot. Es gibt hier mehrere Türen nach draußen. Das ist interessant und das auch. Ernsthaft? Wieso bist du scheiße Strong? Ich wollte schon Gronk sagen, es tut mir leid, Gronk. Komm, weg mit dir. Okay. Schön. Und Aufzug. Der bringt mich höchstwahrscheinlich nach oben. Ein Genie wie ich weiß das natürlich, dass Aufzüge einen nach oben bringen. Dein letzter Fehler. Was? Finden. Strong finden. Strong hauen kaputt. Ja, dann such mal. So. Altes Mittagessen. Nachricht wurde gesendet an GNN-Angestellten 42. Sam. Ich habe Jim mein altes Mittagessen in den Schreibtisch gestopft. Er macht den scheinbar nicht so oft auf, denn er glaubt, Boris stinkt so. Das Essen liegt jetzt schon ein paar Wochen da drin. Sollten wir es ihm sagen, Geralt. Wem hat das reingetan? Jim. Okay, Jim. Da gucken wir doch gerne in seinen Schreibtisch. Schade. Aber ich sehe Ventilatoren und Munition. Ein Essen drin. Ich hasse meinen Job. Ich hasse meinen Job. Ja, ihr Manager und Vorgesetzte, ich hoffe, ihr lest das. Nicht nur, dass in der Ecke, dass ich in der Ecke festsitze und das Management noch einen Tisch neben meinem gequetscht hat. Was? So, ich muss mich ordentlich hinsetzen. Nicht nur, dass ich in der Ecke festsitze und das Management noch einen Tisch neben meinen gequetscht hat. Die Lampe über mir flackert den ganzen Tag. Die Wände werden beim kleinsten Anzeichen von Regen feucht. Das Management steckt ständig einen ausländischen Praktikanten zu mir. Das... Ach, egal. Boris, du stinkst. Ja, Boris, ich schreibe gerade über dich. Ja, ich habe gemerkt, wie du den ganzen Tag versuchst zu lesen, was auf meinem Bildschirm steht. Und ja, die meiste Zeit tue ich es nur so, als würde ich arbeiten. Ja, das kannst du lesen, auch wenn du vermutlich nicht mal richtig lesen kannst. Hatte ich schon erwähnt, dass du stinkst? Und zwar wirklich übel. Ich hasse meinen Job. Mit freundlichen Grüßen. GNN-Angestellte 68. Offenbar habe ich keinen Namen. Das war Chips Platz. Wo ist das Essen? Und das ist der Praktikant? Ich habe gestern im Stream meine Power-Rüstung übrigens zu Hause gelassen. Nur mal so nebenbei. Hi, Angestellte 68. Der arme Chip. Hi Jim, mein Praktikum ist fast vorbei und ich werde mich bald wieder auf den Weg nach Hause machen. Ich weiß, dass du das hier lesen wirst, weil, nun ja, weil du eben sowas machst. Es tut mir leid, dass ich dir das Leben hier so schwer gemacht habe, aber ich hoffe, mein Gehen wird etwas Freude in dein Leben bringen. Bitte vergiss nicht, dass du hier einen Job hast, für den die meisten meiner Landsleute sterben würden. Du kannst dich also glücklich schätzen. Ich bin auch froh, dass du den Gestank erwähnt hast. Denn ich dachte die ganze Zeit, du wärst das. Deshalb habe ich auch immer über die Schulter zu dir geschaut. PS. Ich kann sowohl lesen als auch schreiben. Und zwar gut. PPS. Ich könnte auch akzentfrei sprechen, aber mit dem Akzent halten die Leute mich für wahnsinnig. Schlau. Gut, das Schlau hätten sie doch dazu setzen sollen. Mach's gut, Boris.
Wie sie sich gegenseitig dachten, dass sie stinken. Schön. Schön. Danke, Fester, für diese kleinen, wunderschönen Momente. Oh, eine Zigarre. Ja, hier raucht aber jemand ziemlich, ziemlich heftig. So, gehen wir weiter. Da war noch irgendwas drin. Patronen, dankeschön. Kann ich das noch mitnehmen? Warum? Wir hätten erstmal die Sachen ablegen sollen, die wir gestern im Stream eingesammelt haben, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Alkohol nehme ich jetzt nicht zu mir. Wir sind hier in einem kinderfreundlichen Let's Play. Wir brauchen sowieso Essen, um uns zu heilen. Also von daher. Ja gut, wir können uns nicht viel heilen. Aber egal. Fahrstuhl. Der bringt uns aufs Dach. Das sieht man daran, dass da nämlich das Quest-Symbol ist. Das heißt, ich werde hier erstmal noch ein bisschen rumlaufen. Ah, das magst du natürlich nicht. Strong? Hey. Was du brauchst. Guck dir das an. Das nicht machen. Tun leid. Mache ich es halt selber. Aber, wenn ich es jetzt selber mache, sollst du jetzt nicht pissig auf mich sein, dass ich hier die Tür knacke und wieder reinkomme. Anstatt die Tür mal aufzutreten. Nein. Ich bin eine Mimose. Meine Fingernägel. Oh Gott! Das hast du verdient. So. Ist uns nicht weiter drin, ne? Ich höre immer noch den Bot, der da oben ist. Als Maul, Strong. Echt mal. Das ist mein Job hier, nicht deiner. So. Strong, wenn du Fallout 4 spielen willst, dann tu es und sammel keinen Schrott auf. Ich will sehen, wie du überlebst. Ich will sehen, wie du überlebst. Und jetzt ist es im Weg. So. Wie komme ich jetzt hoch? Ich kann eigentlich nur einen Fahrstuhl nehmen, ne? Oh, vielleicht finden wir hier irgendwas noch an der Seite. Tja, Munition, ich wusste es. Ich kann nicht widerstehen. Auch wenn ich sowieso schon so wenig Munition habe. Das hast du sowas von verdient, Alter. Bin ich gut. Bin ich gut. Props an dich. Ach, geht nicht. Schade. Ah, das sind also für die Bots hier, die hier überall rumstehen. Das war eine verdammte Kryomine. Ich bitte dich. Nein, die Lebensmittelpaste esse ich jetzt nicht. Stattdessen das Maillochfleisch. Gut, sonst gibt's hier nichts, ne? Schade. Na gut, ab in den Fahrstuhl. Langsam habe ich das Gefühl, dass er mich doch nicht nach oben bringt. Ha! Ich habe eine Quest beendet, ohne irgendwas gemacht zu haben. Seht ihr, Freunde, dafür ist Verteidigung gut. Keller? Bin anscheinend doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Ich habe immer gedacht, Fahrstühle fahren nach oben. Anscheinend fahren sie nach unten. Oder nach unten und nach oben. Neue Erkenntnisse. Ich zeigen, Feigling. Kämpfen gegen Ach, Strong. Bitte, was? Scheiße, wann habe ich zuletzt gespeichert? Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier einfach mal die Folge heute, eine kürzere Folge, weil ich das Ganze jetzt rekonstruieren werde, wie bis gerade eben, was wahrscheinlich nicht viel sein wird. Ne, die Tür mache ich nicht nochmal auf. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.